Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 5. Weiter geht's! Nun geht's auf ins neue Gebiet. Da oben ist mitten am Feuerzeug. Und hier ist mal wieder jemand mit ein paar Informationen. Sie haben meinen Bruder ins Fangzentrum gebracht. Wofür brauchen Sie Gefangene? Um Wölfe zu trainieren? Ich will's gar nicht wissen. Okay, mal wieder diese Judge-Test, glaube ich. Endlich haben die Leute wieder das Sagen. Da will ich hin. In die Richtung. Dafür muss ich aber erst hoch und über die Brücke. Da will ich nicht unbedingt hin schwimmen. Ach, da ist die Brücke. Darüber bitte. In neues Gebiet. Bin ich jetzt. Sie werden da ab. Er hätte das Sägewerk in ein Gefängnislager verwandelt. Fang am besten dort an. Blöder Puma. Wer kämpft hier gegen wen? Jetzt zerstör, geh doch kaputt! Nicht alle dran. Wir werden hier nur wieder Frieden bekommen, wenn wir dafür kämpfen. Ich werde weiterkämpfen. Da hinten ist ein Flugzeug abgestürzt. Unsere Späher sagen, die Fracht liegt überall verstreut. Okay. Wir müssen uns beeilen, wenn wir den Peggys zuvorkommen wollen. Ein weiteres Versteck. Bisschen zu weit entfernt. Wolf ist weg. Und weg ist er. Das wird mal eine Kriegsgeschichte werden. Ein Anleger ist hier. Nicht hier, aber ein bisschen weiter entfernt. Ich fess
Versuche uns zu retten, Idiot. Was will... Der Ex hat meine Angel und will sie nicht rausrücken. Hilfst du mir, sie zurückzubekommen? Du bist bewaffnet, oder? Schieß ein paar Löcher in seinen Krempel und jag ihm etwas Angst ein. Soll ich das extra machen? Schieß auf seine Gitarre! Du kannst ja nicht mal spielen! Was habe ich jetzt kaputt gemacht? Das ist sowieso Billigbier. Sowieso Billigbier. Warum machst du das? Ich habe doch gesagt, dass dein Plan nicht funktioniert. Welchen Plan? Vielleicht braucht deine Hand meine Pause. So, ist doch alles kaputt. Okay. Hier, nimm deinen ganzen Scheiß. Sag nur nicht, ich hätte dich nicht gewarnt, wenn die Sekte hinter dir her ist. Warum hast du sie einfach rausgerückt? Allem, was die Sekte hier angerichtet hat, kann ich nicht glauben, dass er meint, die beste Möglichkeit zu überleben, wäre sich ihnen anzuschließen. Er rafft es nicht. Ich versuche, uns hier rauszuholen. Also, es gibt da diesen Riesenfisch namens der Admiral. Bin ich gerade das, was man ein Hundetyp nennt. Und das ist dann unser Ticket raus aus diesem Höllenloch. Darin ist manchmal so ein Idiot. Ach, ich muss mal den Kopf freikriegen. Und das kann okay. Ich nicht angeln. Warum kommst du nicht mit? Ich würde mich freuen und kann dir dabei gleich ein paar Tricks zeigen, wenn du willst. Ja. Ein bisschen Angelkurs. Ich bin immer mit Schulfreunden hierher gekommen. Eine Kühlbox voller Bier und ein Boot. Mehr braucht es nicht. Von denen ist niemand mehr da. Sie haben sich entweder Eden's Gate angeschlossen oder sind zum Sägewerk verschwunden. Hier oben bildet Eden's Gate seine Soldaten aus. Das weiß jeder. Nur schlechte. Musst du dazwischen reden? Die Stelle da drüben wird Widow's Creek genannt. Heißt so, weil deine Frau ihren Mann ertränkt hat. Der Arsch hatte sie betrogen. Also hatte er es auch verdient. Wie auch immer. Siehst du die Mücken da drüben? Und die Wasserspritzer? Das heißt, da wollen Fische gefangen werden. Okay, fange Forelle. Hey, du hast eine Angel. Probier sie aus. So, auswerfen bitte. Immer wenn ich am Wasser bin, kann ich vergessen, was im Rest der Gegend passiert. Zumindest für eine Weile. So, komm. Eine Regenbogenforelle. Ein weiterer Fisch will gefangen werden. So, nächster Fisch. Hier oben müssen wir aufpassen, wo wir hingehen. Nicht sicher. Hab dich. Nächster Fisch, bitte. Boah, das ist mal ein Brocken. Ja. Groß, aber nicht der Admiral. Er ist eine Legende. Die Leute meinen, er wäre 200 Jahre alt. Kein Witz. Und ein gerissener Mistkerl. Komm her. Freunde von mir sind hier oben verschwunden und keiner weiß, was mit ihnen passiert ist. Eine Seeforelle. Du wirst langsam echt gut. Üb nur weiter und vielleicht kann ich dir später noch mehr zeigen. Und danke fürs Zuhören.
Manchmal tut es gut, sich alles von der Seele zu reden, weißt du? Okay. Ja, manchmal ist Reden wichtig. Was für eine Mission hast du denn jetzt? Der Admiral ist ein harter Brock. Und ich dachte, es wäre einfacher, wenn wir ihn zusammenfangen würden. Selbst wenn wir halbe-halbe machen, wird es für mich und Dylan mehr als ausreichen. Bist du dabei? Aber erstmal musst du besser im Angeln werden. Ich habe ein paar meiner Lieblingsangelplätze auf deiner Karte markiert. Aber du musst Spezialköder besorgen. Komm zum Claggett-Bootshaus, wenn du soweit bist. Und dann schnappen wir uns den Admiral. Stell dich aber auf einen Kampf ein. Der verdammte Fisch hat echt Zähne. Hier oben bildet Eden Gate seine Soldaten aus. Das weiß jeder. So, wo muss ich da? Ich muss einen Barsch fangen. Und was noch? Ein Lachs. Sind Störe Lachse? Das ist jetzt die Frage. Sind sie's? Sind die damit gemeint? Oder nicht? In welche Richtung jetzt? Ah ja, in die. Ja, komm her. Levelstör, okay. Ich glaube, das war kein Lachs. Wo sind hier Lachse? Goldforelle. Stierforelle. Okay, das hat mir was gebracht. Ein paar Vorteilspunkte, den Stör zu fangen. Schon wieder so ein Stör.
Hoffen, ich zahle die Versicherung für den ganzen Scheiß. Eins steht fest, das war keine höhere Gewalt. Na komm her! Na komm! Komm her! Na komm. Immer nach Dose. Und schon wieder so ein Löffelstör. Brauche aber keinen Löffelstör, ich brauche einen Lachs. Ich glaube, da habe ich nicht weit genug ausgesucht. Bis zum siebten Monat hat sie auch trainiert, aber dieser Spielverderber von einem Arzt meinte, es wäre sicherer, damit aufzuhören. Da fliehen sie wieder. Perfektes Flugwetter. Mal gucken, was es ist. Oh, oh. Mal wieder ein Löffelstör. Ach. Wieso ist das hier aufgeploppt, wenn... Was gar nicht für das ist, was ich suche. Das Land ist noch das gleiche. Es gibt nur kleine Unterschiede. Na komm her. Keine Anhalter. Hier wollte immer irgendeiner mitgenommen werden. Na komm. Komm her, komm her, komm näher. Der ist nicht hartnäckig. Ups, da war ich ins Wasser. Ach, da ist schon wieder diese gottverdammte Sonne. Wieso kam von da auf einmal ein Fisch?
Und da sind sie wieder weg. Ich mache jetzt noch einen Versuch. So, dann bin ich mal ein bisschen weiter. Na, was ist es? Ist das wieder ein Barsch? Und ist das wieder ein Löffelstör? Ja. Löffelstör brauche ich nicht. Ist der wieder abgehauen? Ich bin nicht so der Prepper wie die anderen aus der Gegend, aber ich komme schon zurecht. Na, was ist es? Es ist schon wieder so ein Löffelstör. Das sieht man doch. Wo sind diese Lachse? Wo fängt man am besten Lachse? Da ist Barsch. Mal gucken, ob es hier funktioniert. Huch! Hoffentlich zahlt die Versicherung für den ganzen Scheiß. Eins steht fest. Na, was kommt jetzt? Eine Stierforelle. Ich fange nicht das, was ich haben will. Vor allen Dingen weiß ich jetzt nicht, ob dieses Dreieck der richtige jetzt ist. Na, was ist es jetzt? Ist schon wieder so ein Löffelstör. Ich glaube, hier sind auch Lachse drin. Aber die beißen irgendwie nicht an.
Schon wieder so ein Löffelstör. Ich will keinen Löffelstör, ich will einen Lachs. Und ich weiß, dass hier aufgetaucht, geploppt ist. Schon wieder so ein Löffelstör. Ich gerade das, was man einen Hund. Weiß nicht, aber ich hab den richtigen Ort bin dafür. Wo sind Lachse? Wo? Goldforelle. Hier ist Barsch, aber ich finde keinen für einen Lachs. Vor allen Dingen weiß ich nicht, ob ich das Richtige dafür verwende. Überhaupt. Heißt dieses Dreieck, dass man da auf das wechselt oder nicht? Na, was wird es jetzt? Eine Regenbogenforelle. Jetzt haut er schon ab? Okay. Das Land ist noch das gleiche. Es gibt nur kleine Unterschiede. Man sieht keine Anhalte. Das ist eine schwierige Mission. Ich glaube, das sah auch eher gerade aus wie Barsch-Sache. Und das ist wahrscheinlich eine Forelle. Ich fange nicht das, was ich fangen will. Da habe ich mich hier eine ganze Folge jetzt mit Angeln beschäftigt. Und zwar erfolglos. Und ich würde sagen, hier mache ich jetzt einen Cut und bis zum nächsten Part.